Ja, moin moin meine Freunde, willkommen am frühen Samstagmorgen zum nächsten WWE Supercard Video. Wir sind mitten im LMS, Kofi Kingston. Ich dachte eigentlich, dass hier vielleicht ein paar weniger Leute spielen, aber es sieht nicht so aus. Ich konnte jetzt Donnerstag und Freitagabend noch nicht so viel spielen. Jetzt mal gucken, wie viel ich übers Wochenende machen kann, dass ich mir die Karte noch hole. LMS-Karte ist halt nice, aber wie gesagt, ich mag... Der Modus ist okay, mal gucken, was geht. Ich habe noch eine TBG-Belohnung abzuholen, wir sind aber auch schon wieder im nächsten TBG drinne. Die letzten haben wir alle gewonnen, darum ich gehe davon aus, dass wir auch den gewinnen. Ich habe noch gar nicht angefangen mit meinen Kämpfen, das müssen wir dann gleich gucken. Und im Übrigen, wenn wir gerade dabei sind, wir sind aktuell 19 von 20 Mitglieder. Ich bin... ja, der Werbetreibende fürs Team. Darum würde ich mal sagen, wir suchen einen gerne ab Biermoss-Stufe, wenn jemand Bock hat, gern unter das Video schreiben oder einfach direkt die Teamleitung, also hier seht ihr ja, wie das Team heißt, Fight Empire anschreiben. Dann könnt ihr abstimmen, ob ihr vielleicht der Passende für unser Team seid. Oh ja, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn ich gerade hier bin, dann machen wir doch auch die Belohnung auf. Aber ich glaube, ich will gar nicht auf die Letterbelohnung. Die hebe ich mir ja immer auf für TBG. Ich möchte hier zur Belohnung... Ja, warte mal, hängt wieder mein Spiel. Killsmirk, viele Grüße, vielen Dank für die nette Mail. Aber jetzt machen wir meine Belohnung auf. Hier haben wir schön gewonnen. Es hätte auch noch ein 15k werden können. Aber jetzt hoffen wir auf die Belohnung. Dann können wir nochmal in meine Behemoth-Karten reingucken, was ich da bisher getan hat. Ich habe das eine oder andere gezogen, hier nämlich gar nicht. Ein Daniel Bryan Bio, ein Cross auf Schwarm und nochmal ein Robert Stone, den ich einfach wegtrainieren kann, weil den habe ich schon mal geprobt und schon den Pro wegtrainiert. Und nochmal 720 Punkte. So, mal schauen. Belohnung weg und dann gehen wir mal zu den Karten. Ich habe was im Auge, ich heule nicht. So, genau. Das ist alles das, was ich jetzt noch zu proben habe. Oh, okay, den Cross können wir auch gleich proben. Muss ich aber noch überhaupt erstmal trainieren. Beide Karten wahrscheinlich. Da ist noch ein bisschen Arbeit vor mir. Hier, da bin ich schon dran, 31. Hier bin ich schon dran, 13. Corbin, 1. Corbin 1 und wo ist 2 noch gar nicht trainiert. Alexa, die müsste ich auch noch ein bisschen machen, dass ich sie proben kann. Also ihr seht, ich habe viel zu tun. Gerade hier in der zweiten Ebene der Karten ziehe ich gut. Filter will ich aber, dann will ich auf allgemein Behemoth. Und da nochmal schauen, habe ich nämlich gerade frisch vom, also ihr seht, sieht gut aus, frisch vom Board gezogen. Sie hier? Ich dachte eigentlich, dass ich sie proben kann, konnte ich aber nicht. Und ansonsten auch noch keinen Pro dazu bekommen, aber die eine oder andere Karte ist halt schon dazu gekommen. Und meine Fusion, die Fusion-Karten sehen schon nice aus, war Eric. Eric begeistert mich jetzt nicht so sehr, ist aber ein cooles, also cooles Kartendesign mit einem recht coolen Eric-Bild. Mal gucken, was die nächste Fusion dann mit sich bringt. Aber es ist schon eine starke Karte. Muss man sagen, hier hat noch nicht mal ein Unterstützer drauf. Nehmen wir doch einfach mal den, plus 70 Härte, plus 140 Charisma, fertig, und dann ist er quasi mein drittstärkster Mann. Sehr nice, also ich hoffe, dass irgendwann jetzt der erste Pro da mal vorbeischneit, dass ich da mal wieder vorankomme. Und jetzt gucken wir einfach mal wieder zum Schluss ins RTG-Deck rein, wo alle Karten ja drin sind. Automatisch füllen nochmal. Und dann sieht man, hier hat sich Eric platziert. Ja, die Schwarmpros. Ihr seht, ich habe noch 3 Schwarmpros zu machen, das heißt, fliegen schon wieder einige Single-Karten raus. Auch die erste, das ist ja ein Bio-Pro.
Der wird dann irgendwann mal aufgelöst. Und das heißt, deckmäßig sieht das dann schon wieder sehr nice aus, dass ich Schwarm Plus bin. Ich denke, bis zur RTG könnte man es eventuell schaffen, noch höher zu kommen. Auch hier, der Pro fliegt ja raus, weil ja dann... Ich weiß gar nicht. Ja, mal gucken. Gucken wir einfach. Und jetzt gehen wir nochmal in das Giants Deck. Das ist ja immer aktuell. Also da Kraft ist noch ein Bio-Pro drin. Hier sind schon nur Schwarm-Pros drin. Hier sind noch zwei Single-Biomoss-Karten drin. Und nach unten Pfeil ist auch schon wieder komplett Schwarm-Pro. Also das heißt, eigentlich brauche ich noch einen blauen... eigentlich brauche ich noch drei blaue Pfeil nach links Schwarms und hier nochmal zwei Schwarmkarten pro. Jetzt kann ich ja nochmal selbst gucken. Kombinierbar Schwarm. So. Okay, also eigentlich müsste ich hier mit O'Reilly anfangen. Und mit Cross. Naja, gut. Aber so viel zumindest zu meinem Deck. Und zu meinem Ding, was haben wir hier noch einzusammeln? Das sind nur meine normalen Dailies. So, dann würde ich mal sagen, machen wir ein Ründchen zusammen in der LMS. Also ich habe schon angefangen, ich bin Arena, weiß ich gar nicht, sehen wir gleich. Die habe ich auch schon halb gespielt, bis ich gedacht habe, eigentlich könntest du es ja direkt im Video mal machen. So, ich müsste eigentlich wieder hier mal Dinger farmen, aber jetzt müssen wir wieder so aufs Glück gehen, dass wir hier alles schaffen, weil Matches gewinnen, das tue ich noch. Einzelkarte. Nur, es sind leider mehr Teile mittlerweile da. Darum warten wir entweder auf die nächste Stunde, dass wir unseren das aus dem Shop abholen können. Punkt. Glück herausfordern. Also es liegen noch drei Dinger da. Da ist jetzt die Chance, dass wir ein bisschen Punkte machen. Oh, sowas kann natürlich gefährlich sein. Noch nicht. Aber es ist schade, dass ich da Lana dabei habe. Sonst hätte ich nur blaue dabei. Das könnte halt später im Laufe der LMS noch ein Problem werden. Ich finde ja das hier mit der Second Chance, das ist sowas, was ich relativ oft wähle, als wenn ich Karten kombiniere und das möglich machen kann. Aber das zieht halt Kämpfe so lang in die Länge. Okay. Ah, gut, ich habe schon gedacht, das könnte was werden, so... Wir banken noch ein bisschen. Die Chance ist noch ganz gut, dass wir kein Hindernis ziehen. Ich glaube, beim nächsten habe ich Angst und werde die Punkte auf die Bank schieben. Das ist wahrscheinlich das, warum ich bei dem Modus so schlecht bin. Weil ich vielleicht zu sicher spiele. Oder zu riskant. Eins nehmen wir noch mit. Gut. Gut, gut. Jetzt schieben wir es aber auf die Bank. 1000 Punkte haben oder nicht haben. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich die Teile finde. Die Arena habe ich eigentlich nur so angefangen, ohne... Mal ganz kurz gucken. Machen wir es so. Ohne überhaupt mit dem Plan, dass ich da durchkomme. Wie gesagt, ohne... Aufdecker und Blocker gerade zu spielen. Glück herausfordern. Da ist der erste. Okay. Zwei blaue Dieven. Das passt schon mal. Weiter herausfordern. Wir können es uns noch leisten, dass wir einen Blocker abkriegen. Einen, was weiß ich, auch für ein Ding abkriegen.
Schrank, Feuerlöscher oder. Oh, guck, ist so nervig, ich habe gewonnen und trotzdem kommt nochmal zweite Chance. Wahrscheinlich, weil seine Karten das halt auch haben, aber trotzdem, das kostet halt immer mehr Zeit. So. Gut. Die spannenden Arenen kommen. Das ist eine sehr coole Karte. Die habe ich, glaube ich, also ein Bild, was ihr drauf gehabt habt, so mit so einem Rainbow. Glück herausfordern. Okay. Ich glaube, es liegen noch vier Teile da. Und zwei Hindernisse liegen da noch. Chance auf Rückspiel. Na komm, die Punkte, nee, versuchen wir. Die Punkte versuchen wir alle mitzunehmen. So, ja, vier Hindernisse. Jetzt haben wir eine 50% Chance, dass wir. Also ich würde schätzen, hier liegt ein Hindernis und das hier ist ein Hindernis. Tag Team, okay. Wäre extrem cool, wenn wir durchkommen. Wieder dummer Riekampf, dauert wieder. Das hat mich bei der RTG schon genervt, dass jeder Kampf. Ja komm, Glück herausfordern. Eine 66%ige Chance, dass wir eins erwischen. Was habe ich gesagt? Hier denke ich und hier denke ich. Wow. Sehr schön. Konnten wir doch noch ein paar Pünktchen mitnehmen. Und Leute, ich würde ja sagen, das war's. Jetzt mache ich mich an meinen TBG-Kämpfe ran. Wie gesagt, einen BMOS-Member würden wir noch suchen, aber da gern die Teamleitung auch unter das Video schreiben. Ansonsten, Leute, viel Erfolg bei der LMS. Kämpft euch durch. Ich Arena 36 gerade abgeschlossen. Das heißt, da geht es noch ein bisschen nach oben. Und jetzt mache ich mich wahrscheinlich erstmal ans Aufdecker- und Blocker-Farmen. Und dann haut rein. Bis denn.